Vandeham Sigurum Siyutapada Kamalam Sigurum Vaishnavam Cha Sirupam Sagraya Tam Shahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Satvetam Savadutam Parichana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Shahagana Lalita Sri Vishakal Vitam Cha Sri Siguru Guranga Gandharvika Govinda Sundaram Ki Jai Sri Sri Guru Guranga Radha Berlin Ishvara Ki Jai. Zeit wieder mal in Berlin. Zu lange Zeit. Aber so ist das Leben. Das Leben eines wandernden Predigers, eines Pilgers, der sich nach Liebe sehnt und auf der Suche und Sehnsucht nach Liebe versucht, Liebe zu verbreiten, zu verschenken. Und die Liebe ist verkörpert in diesem Weltenbild von Sri Krishnas heiligen Namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Zu Chaitanya Mahaprabhus Ehre wurde vor ein paar Tagen sein Geburtstag gefeiert in Kalkutta. Von der Gemeinschaft derer, die ihn als heilig und wichtig betrachten. Natürlich in erster Linie die Gaudiya Vaishnavas. Und es war ein sehr interessantes Treffen. Dort trafen sich nämlich viel mehr Leute, als ich erwartet hätte. Denn auch Leute, die jetzt nicht unbedingt die Chaitanya Mahaprabhu Schlussfolgerung mit akzeptieren, so wie wir sie aus unserer Sampradaya kennen, waren dort trotzdem anwesend, um ihm ihre Ehre zu erweisen durch ihre Anwesenheit. Nehmen wir mal an. So wurde ein großes Fest gefeiert mit Namen Chaitanya Janmotsav. Das war so das letzte große Erlebnis auf meiner Indienreise und 6 Monaten, die sehr wichtig war. Denn Hauptauftrag dieser Reise war die Beendigung von einigen Aufgaben, mit der wir uns beschäftigt hatten von Anfang an, die wir endlich zu Ende bringen wollten, damit wir uns daraufhin später mehr dem widmen können, was eigentlich mit der konkreten Verbreitung der Lehre von Srila Prabhupada zu tun hat. Gleichzeitig entstand noch ein neues Projekt. Und zwar heißt es, dass der OIDA Weltfriedenkurs, dem wir uns auch ziemlich beschäftigten, der auch langsam seinem Ende zukommt. Und der Besuch von einigen wichtigen Plätzen, wie zum Beispiel die Eröffnung des Tempels von Bhaktivichar Vishnu Maharaj in Berampur, Süden Jagannath Puris, wo wir ein anderes Orissa kennenlernen durften als das, was wir schon kannten von Jagannath Puri und von Bhubaneswara. Ein sehr schönes Orissa, einzigartig, wunderschönes, mehr ländlicheres und mehr freundlicheres
Orissa als das von der großen Touristenstadt, wo es auch einen großen Jagannath-Tempel gab, der nicht so groß war wie der von Puri, der aber alle Freundlichkeit beinhaltete, die man von einem Tempel erwarten darf. Der Jagannath-Tempel war noch dazu geschmückt von 108 weiteren Tempeln der vedischen Kultur, die dort auf dem Hof einer nach dem anderen gebaut worden war und in dem jede einzelne Bildgestalt, je nachdem, wie es sich auf sie bezog, gekleidet und geschmückt war. Was schon recht erstaunlich ist, dass man 108 Altäre im Kopf behalten kann, die jeweilig ihre bestimmte Kleidung und ihre Vorstellungen beinhaltete. In anderen Worten, eine riesige Wissenschaft der Verehrung. Und der Jagannath-Tempel war auch so freundlich, wunderschön, mitten in der Landschaft, mit Gundicha und allem drum und dran. Dieser wunderschöne Tempel von Jagannath war natürlich allen offen. Wir konnten auch einen wunderschönen Kirtan dort miterleben. Und dann ging es natürlich sehr schnell weiter, denn Vishnu Maharaj erwartete uns für sein großes 10-tägiges Tempeleröffnungsfest oder noch länger, und wo wir dann beteiligt waren für 2-3 Tage, wo wir dorthin gefahren waren. Das war ein wunderschönes Erlebnis von jedem Gesichtspunkt her. Ohne Ausnahme waren wir sehr beeindruckt über was für ein hoher Standard dort existierte bezüglich des Vaishnava-Dienstes und bezüglich der Bildgestaltenverehrung oder in dem Fall der Bildgestaltung, Installierung und der jeweiligen Details der Tempelöffnung, wie zum Beispiel das Anbringen von den 5 Chakras auf den 5 Türmen des Tempels, wo traditionelle Brahmanen das alles leiteten nach den Ritualen der Agamas und der Purusha Shuktas und der ganzen Schriften diesbezüglich. Das war schon sehr beeindruckend, und vor allen Dingen die Freundlichkeit der Menschen dort war so uneinschränkend. Dann haben wir auch noch ein Dorf besucht, wo Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj aufgewachsen ist und seine Jugend verbracht hatte. Und haben wir auch noch die Gelegenheit beim Schopf genommen und uns schnell in dem See zu baden, wo er als Kind wohl wahrscheinlich täglich gebadet hatte. Denn es ist ein schöner See gleich neben dem Dorf. So. Das waren so gewisserweise unvergessliche Erlebnisse, vor allem wenn man so ein bisschen in diese Schwingung sich reinfühlt, was denn da eigentlich stattfindet dort. Srila Bhakti Vaibhav Puri Maharaj war ja irgendwie schon der Guru von Orissa, der ganze Dörfer eingeweiht hatte und dessen Beitrag eben sehr tief ins Orissa-Leben eingegriffen hat und dadurch Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurs Botschaft sehr tief in das Orissa-Leben hereingebracht hat. So, das waren so eine der vielen Eindrücke von 6 Monate Indien. Die hatte ich spezifisch eingelegt, um gewisse Dinge zu beenden, mit denen wir uns schon seit Jahren beschäftigten, und teilweise wurde es sogar mit Erfolg gekrönt, dass wir einige Projekte fast abschließen konnten. Das ist doch sehr viel Arbeit, und wenn man dann so auf Reise gleichzeitig ist oder beziehungsweise wenn man so viele Plätze, Menschen kennenlernt und besucht, ist es doch sehr schwer, sich auf gewisse Dinge zu konzentrieren, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch an Internetverbindungen mangelt, die dann irgendwie wichtig waren.
Aber so war das eben. Verstehst du Deutsch? Toll. Ja, die Indienreise. Indien. Mittlerweile haben wir 17 Räume in den Bäumen in Mayapur. Also wenn jemand wirklich mal in Bäumen leben will, auf nach Mayapur. Ich habe mich schon sehr erstaunt, dass dieser Plan, den wir dort hatten, ich meine, du musst jetzt überlegen, ich bin weggefahren und ich habe Paramahansa-Maj eine Skizze überlassen. Und als ich zurückkam, gab es ein Haus mit 12 Räumen in den Bäumen, noch mehr, 12 plus 7 plus 3, also ja, eine Menge Räume da in den Bäumen von Mayapur, die alle aus Bambus gebaut sind. Das ist auch noch was sehr interessant. Die Leute sind schon Experten da, wenn es darum geht, mit Bambus was zu bauen. Die machen sich nicht so viele Gedanken. Und zum Glück braucht man keine Bauerlaubnis da. Denn also, ich glaube, in Deutschland hätte sie das nicht machen können. Weiß ich nicht. Im Baumhaus haben die wahrscheinlich hier im Planungsbüro aufgezeichnet. Ne? Auf jeden Fall, wer jetzt in den Bäumen leben will, der komme bitte nach Mayapur und verbringe dort einige Tage in diesem heiligen Land von Sri Chaitanya Mahaprabhu an der Mutter Ganges. Warst du schon mal da, Hanada? In dem Ashram? Nee, ne? Schon. In Mayapur waren wir schon zusammen. Viele Jahre her. Das müssen schon sehr viele sein. Gab es die Bäume bestimmt auch schon, aber ohne Halt. Ich kann mich nicht mal erinnern, weil wir zusammen in Mayapur waren. Aber wir sind ja durch viele Ashrams dort gegangen. Warst du dort, als wir im Srivastangan waren und das große Fest gefeiert haben dort? Warst du dort mit Vilasini und Krishnananda? In dem Jahr warst du dabei? Nee, das war ein anderes Fest, was wir im Srivastangan gefeiert haben. Das war ein anderes Jahr. Nun ja, die Jahre. Ich meine, dieses Jahr haben wir unser 30. Jahr gefeiert vom ununterbrochenen Braj Mandal Parikrama. Habe ich selber gestaunt. 30 Jahre ununterbrochen. Und das waren die 30 Jahre in der Vrinda-Mission, denn vorher hatten wir natürlich auch schon oft Braj Mandal Parikrama gemacht. Aber jetzt in der Vrinda-Mission, dieses Jahr ist 1984 geboren. Und damit war das, damals war es das 30. Jahr. Und es war sehr, sehr schön. Wir hätten es gar nicht glauben können, aber 170 Leute kamen im Vrindakunja unter und Umgebung natürlich. Natürlich nach gut Bengali-System 4-5 Mal in jedem Raum und so noch so richtig bis ins Letzte aus jeder Platz ausgefeilt, aber kam unter. Und selbst das Prasadam. Die Bodhis hatten noch diesen wunderschönen Prasadam und Vortragsraum dazu gebaut. Schwebt auch irgendwo in der Luft. Unerwarteterweise. Aber es war schon ganz abenteuerlich und sehr schöne Tage, die wir dort verbracht haben. Natürlich immer verschönert von der Gemeinschaft von großen Seelen wie Srila Bodhain Maharaj, Srila Vishnu Maharaj, Vishnu Maharaj von Chaitanya Gaudiya Mahat, Srila Bhakti Balabhtita Maharaj, der übrigens in einer ganz besonderen Phase seines Lebens ist, in der er dort ist und doch wieder nicht dort ist. Weil er tut so, als würde er die Umgebung nicht wirklich wahrnehmen. Aber persönlich denke ich, nimmt er schon alles wahr. Aber hat sich entschlossen, oder Krishna hat sich entschlossen, dass er jetzt dort ist, aber eigentlich keinen Kontakt mit der Außenwelt aufnimmt. Aber dennoch für seine Schüler, ich meine, dein Guru ist anwesend, der lebt, der zeigt sowohl Zeichen von Freude und auch von nicht so
angenehm zu sein oder sich nicht so angenehm zu fühlen. So. Also es ist durchaus anwesend. Es ist nicht wie ein voller Koma-Zustand, wo sich gar nichts mehr bewegt und gar nichts mehr tut. Ich habe eigentlich noch nie jemanden so wie Srila Bhakti, Kumud Santu Maharaj, der war auch viele Jahre in einer ähnlichen Situation, wo zwar die Leute noch da schon haben konnten bei ihm, aber er selber nicht mehr auf die Leute einging als solcher. So ein bisschen ist das bei Srila Bhakti Balabhadra Maharaj, was mich persönlich also sehr berührt, weil diesen Zustand in Beziehung mit meinem Guru hatte ich nie. Meine Gurus waren da halt da und plötzlich waren sie nicht mehr da. Ne? Also dieses Dasein und Nicht-Dasein gleichzeitig, das hatte ich noch nicht erlebt. Gleichzeitig man sieht die Zuneigung, wie die Devotis sich ihm zuwenden, mit welcher Liebe sie sich kümmern um ihn und auch gleichzeitig weitermachen, denn das Krishna-Bewusstsein ist ja ein ständiges Kommen und Gehen, da muss man ja immer voll dabei sein, damit die Sache funktioniert. Und das funktioniert natürlich auch im Chaitanya Gaudiya Math, denn trotz alledem hat Chaitanya Gaudiya Math in diesem Jahr den Brajmandal Parikrama mit Acharya Maharaj, der jetzt sozusagen als Acharya fungiert oder Repräsentant von Srila Bhakti Balabhadra Maharaj fungiert, Acharya Maharaj, und der war auch in Vrindavan, also die Mission läuft eigentlich sozusagen fast normal weiter. Und dann kommt noch die Überraschung dazu, die unerwartete Überraschung, und zwar, dass unser alter Bekannter und Freund Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj, den ich seit langer Zeit darum gebeten hatte, doch Schüler zu akzeptieren, der sich aber damals dagegen gewehrt hatte, jetzt doch den Schritt gemacht hat und angefangen hat, Schüler einzuweihen. Das war dann wieder eine große und sehr erfreuliche Überraschung, denn Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj ist einer der größten Gelehrten der Vaishnava-Lehre, und seine eigene Reinheit und seine Widmung den Vaishnavas gegenüber ist unbegrenzterweise wahrnehmbar und bekannt dafür. Auch schon ein sehr alter Mann, ist die Generation von den älteren Schülern von Bhakti Daitamadava Maharaj. Aber ja, so gibt es immer wieder Überraschungen, weißt du? Immer wieder gibt es die volle Überraschung. Das war mir eine große Freude, jetzt vor ein paar Tagen noch eine der ersten Schülerinnen von Bhakti, Vigyan Bharati Maharaj, kennenzulernen. So geht's weiter, Krishna-Bewusstsein, immer neue Überraschung. Wir hatten damals Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj als den Chief Advisor der Vishwa Vaishnava Ratshaba ausgesucht. Und jetzt ist er tatsächlich von größter Wichtigkeit geworden, als Srila Bhakti Vedanta Narayan Maharaj die Welt verließ und dessen Schüler gewisserweise orientierungslos waren, wie das so ist, wenn der geistige Meister plötzlich weg ist, haben sich doch sehr viele von denen an Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj gewandt, um von ihm weitere Leitung und Erleuchtung zu bekommen auf ihrem spirituellen Pfad. Was mir natürlich sehr große Freude machte, denn dadurch wird unsere Familie doch wieder ein bisschen enger und vereinter. Nun ja, so gab es so einige Sachen, die da abliefen oder die wir dort mitbekamen auf unserer Reise durch das heilige Indien, das heilige Land von Sri Krishnas Spielen. Und dann kam noch dazu, dass in uns ein Entschluss wach geworden war, dass wir unser Leben nicht nur mit Theorie beschäftigen könnten, sondern dass wir uns tatsächlich mit aller Energie darin wenden sollten,
die Umstände Vrindavans zu verändern. Die Umstände Vrindavans zu verändern, einen Dienst dem heiligen Land Sri Krishnas gegenüber darzubringen, das ist natürlich eine Anmaßung. Und zwar fängt die Anmaßung dort an, wo wir anfingen, sauber zu machen. Ich meine, man kann Krishnas Land nicht säubern. Krishnas Land säubert ein. Und mit diesem Bewusstsein hatten wir für viele Jahre das heilige Land beobachtet, aber gleichzeitig gesehen, dass eine gewisse Vernachlässigung des heiligen Landes stattfand, wenn die Pilgerreisenden vorbeikamen und dann, nachdem sie weg waren, hinterließen sie manchmal ein Plastikchaos in diesem Land. Abfall flog dann überall herum. Und wir kamen dann zu den gleichen Plätzen mokierten uns darüber, dass sowas, wie kann man so viel Abfall hinterlassen. Aber nach einigen Jahren dieser Art von Mokieren und so weiter haben wir uns dann entschlossen, wenn wir schon diese Plätze besuchen, dann können wir ja die Plätze erstmal sauber machen, bevor wir anfangen, uns über die Heiligkeit zu tief mit der auseinanderzusetzen. Und das fing dann an und das wurde das Programm Helping Hands. Da haben ja viele von euch mitgemacht, die aus der deutschen oder aus der Winder Familie. Denn Helping Hands hatte ich gestaltet als ein internes Programm der Winder Familie. Denn ich wollte nicht an andere Menschen herangehen, um Lakshmi zu erbitten von denen, um Dienst zu machen im Vrindavan, weil wer immer das macht, steht dann gleich unter dem Verdacht, dass er im Namen Vrindavans Geld sammelt, aber gar nicht unbedingt den Dienst macht. So diese Art von Verdacht, der entsteht dann sehr wohl, sehr gleich. Vor allen Dingen, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das wirklich machen. So, deshalb hatte ich die Helping Hands etwas sehr Vrinda-internes und haben auch Spenden hingeschickt und mit immer mehr Aktivitäten beschäftigt, einschließlich der Restaurierung des Radha Gopinath Mandir. Und das war ein großes Unterfangen. Das war, um es zu schätzen, war ein mindestens $300.000 Unterfangen. Und ich hatte auf einem Besuch in Amerika bei einem meiner Gottbrüder, hat er mir gesagt, er würde mir $200.000 für dieses Projekt spenden. Und dann kam ich nach Vrindavan mit sehr viel Enthusiasmus, jetzt aber Hand ins Werk. Und dann kam die Botschaft zu mir, dass leider die Geschäfte schlecht gelaufen wären und dass diese Spende nicht mehr gegeben werden könnte. Aber stattdessen sagte er, würde er mir $25.000 spenden für das Unterfangen. Jetzt sagt man, ein Projekt mit 200.000 oder 300.000 total mit $25.000 anzugehen, ist da weißt du nicht genau, wo du anfangen sollst oder nicht. So war das bei mir auch. Und da habe ich sehr gesucht nach jemanden, Fachmännern, die anfangen könnten, diese Steinarbeiten, Steinrestaurierungen zu vollziehen. Und ich habe es mindestens 7, 8 Mal versucht und das ging immer schief. Ich wusste nicht warum. Die Leute wollten einfach nicht oder denen war es zu klein, der Auftrag oder was auch immer. Und wie groß war unser Erstaunen? Wir haben dann stattdessen angefangen, den Tempel zu dekorieren mit Gartenarbeit. Denn dieser wunderschöne Gopinath-Tempel hat tatsächlich 4 innere Gärten. 4. Also nicht nur Innenhof von einem Haus, sondern 4 innere Gärten im Haus. Und von denen hatten wir schon seit längerer Zeit 2 ein bisschen bearbeitet, aber es war so der Anfang noch, ne? Und meine Güte, da waren so viele Ruinen, da gab es einen alten Tempel, eine alte Bibliothek, da gab es eine alte Küche, die völlig zerfallen war, da gab es rechts und links und überall viel zu tun.
Wir legten dann Hand ans Werk und fingen an, ein bisschen Geld zu investieren, um das zu restaurieren. Und dann kam plötzlich so wie das Vögelchen, das den Ozean leer machen wollte mit seinem Schnäbelchen, kam plötzlich der Bhakti Vikash Trust, der von der Vallabha Sampradaya geleitet wird. Sprich, Sriji Maharaj, der Leiter der Vallabha Sampradaya von heute, mit dem ich mich dann unterhielt lange und der nichts weiter als Preisung von Prabhupada von seinen Lippen kommen ließ. Was mich natürlich sehr freute. Und der sagte, ja, er würde damit einsteigen. Und da haben die Leute von der Vallabha Sampradaya doch über uns hinweg erstmal Tausende und Tausende von Dollar investiert, um den ganzen Tempel zu restaurieren. Nicht nur das alte, den alten Schrein, sondern den ganzen Tempel haben sie wieder auf Vordermann gebracht. Und dann war die Frage, ob sie den alten auch reparieren. Und dann bin ich zu ihnen gegangen, habe ein Treffen mit ihnen gehabt, mit Ramakanta Goswami, der ist der Sohn von Sriji Maharaj. Da habe ich gesagt, wenn ihr den Tempel auch repariert, den alten, dann schenke ich euch 20.000 Dollar dazu. Dann habe ich gesagt, was, wirklich? Ja, sage ich. Das war das Geld, was ich sowieso hatte, denn 5.000 hatte ich schon ausgegeben. Ne? Und dann sagte sie, ja, dann machen wir das. Und somit haben wir für Krishnas Dienst mit 25.000 Dollar ein 300.000 Dollar Resultat erzielt. Und das kann man nicht von Krishnas Barmherzigkeit nennen. Denn das Ziel, was wir hatten, den alten Tempel zu reparieren, um den es mir hauptsächlich ging, weil der alte Tempel ist halt 450 Jahre alt von Madhupandit gebaut und von wo Janavi Devi und Raghunath Das Goswami ein- und ausging, das war mir am meisten am Herzen liegen, weil das war, wenn das weiter zerfiel, dann war die Frage, dass es eigentlich irgendwie ganz auseinanderfallen könnte. So, jetzt ist das auch in Reparation. Ich bin fast sicher, nächste Kartik werden wir den Tempel repariert vorfinden auch. So, das war so ein bisschen die Geschichte, was da passiert ist, ne? So in unserem Unterfangen da. Aber dann, nach einigen Jahren von Saubermachen, und wir haben immer versucht, die Yamuna, dass zumindest der Strand der Yamuna, du sprichst hier von 3 Kilometer Strand ungefähr, dass die nun nicht so wie ein Sauhaufen aussehen. Und das ist schwer, weil viele Leute, die schmeißen ihren Abfall gerade dorthin. Das heißt, einer schmeißt hin und einer nimmt es wieder weg und so weiter und so fort. Und dann gab es eben viel zu tun und wir haben uns auch damit beschäftigt. Und dann ging es uns darum, dass die ganzen Abfälle, die von der Stadt mit dem Abwasser in die Yamuna floss, dass zumindest keine Plastiktüten und was da immer noch so an solidem Abfall kommt, dass das nicht in die Yamuna geht. So, dann haben wir das Programm angefangen, dort Grills zu installieren, Metallgitter, die das Plastik dann zurückhielten, dass man es rausnehmen kann und dann wieder zum normalen Abfall bringen. Aber das waren alles so kleine Sachen, weil im Endeffekt geht es darum, eine Lösung für den Abfall ganz und gar zu finden. Und da sind wir natürlich weit weg von. Da sind wir genau wie das Vögelchen wieder vom Ozean oder noch weiter weg. Aber wenn das geklappt hat beim Gopinath, sehe ich nicht, warum das nicht auch mal klappen könnte bei ganz Vrindavan. Ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Es hat auch beim Brahmakunda geklappt. Dort haben wir im Grunde nur Lärm gemacht und Entwürfe gemacht und plötzlich kam jemand aus Piromal von Bombay und restaurierte den Brahmakunda ganz und gar. Aber was jetzt die Situation von Vrindavan anbelangt, habe ich mich dieses Mal entschlossen zu sagen, jetzt setzen wir uns für Braj Mandal ein und zwar ganz und gar. Und wir werden relentless sein, das heißt, wir werden nicht zurückgehen,
ob es klappt oder nicht klappt, ob es 10 Jahre braucht, 20, 50, 100, egal. Wir werden uns dahinter klemmen, dass Vindhavan von der lokalen Verwaltung und von all denen, die dort auch zu Besuch kommen, also den Pilgern, richtig geachtet und behandelt wird und dass es nicht ein Plastikchaos dort gibt und so viele andere kleine und größere Chaos. Das ist ein Unterfangen, das wirklich schwer ist, weil, ich gebe dir ein Beispiel, laut der Gesetze Indiens darf in ein Flussbett nichts gebaut werden. Aber so wie das ist, der Fluss ist natürlich ein bisschen runtergegangen. Der fließt nicht mehr so stark wie in früheren Zeiten, weil von der Modernität her wird eben viel Wasser abgezweigt von den Flüssen zur Landwirtschaft, sodass die Flüsse, der Yamuna konkreterweise, nicht mehr so viel Wasser mit sich bringt wie früher. Und dementsprechend auch das Flussbett eigentlich sich ein bisschen weniger ausnützt, das eigentliche Flussbett. Trotzdem steht das da, aber mit Bestechung in der Verwaltung haben sie es dann doch geschafft, einfach anzufangen, im Flussbett der Yamuna zu bauen. Und ganze Siedlungen wurden dort schon reingebaut. Und das hat natürlich Probleme, bringt das mit sich für das Flussbett und für die ganze Vindhavan. Einschließlich hatten sie schon die Sicht auf die Yamuna verbaut. Das heißt, da hatten schon dorthin gebaut, wo man eigentlich früher zur Yamuna hingehen konnte, waren dann auch, standen da schon überall Gebäude und Gebäude und Gebäude. Und damit haben wir uns auch schon lange beschäftigt und dann steht eben zur Frage, wo so viele verschiedene Machenschaften stattfinden. Ich meine, das hat nicht nur da, ist nicht nur dort passiert, das ist auch in Kedarnath und in Badrinath, in diesen Plätzen ist das auch passiert. Weißt du, das ist ein großer Unterschied, wenn heilige Plätze, wo früher nur ganz entschlossene Pilger mal ankamen, wenn da plötzlich Touristenbusse ankommen und Haufen von Leuten anschleppen, die dort alle einfach nur mal so einen Urlaub in den Himalayas machen. Ne? Und so war das in Badrinath und Kedarnath. Das war mittlerweile ein Urlaubsziel geworden. Und vor kurzem gab es eine Überschwemmung, die so stark war, dass sie praktisch alle Hotels der Touristen weggeschwemmt hat. Zusammen mit wer weiß nicht wie vielen, 100.000 Leuten, also die sind da alle verschwunden, die sind alle weggeschwemmt worden. So, das war vor kurzem, vor einem Jahr, anderthalb Jahren. So, genauso kann es auch große Überschwemmungen kommen und die auch das Flussbett wieder völlig ausnutzen. So, diese Situation mit in Angriff zu nehmen, ist natürlich irgendwas, was jetzt sehr viel damit zu tun hat, mit Yamuna und Ganges wieder in Ordnung zu bringen. Denn Yamuna und Ganges sind beide in sehr, sehr empfindlichen Zustand geraten aufgrund der Entwicklung, der Industrialisierung, der Erneuerung, der verschiedenen sogenannten Anstrengungen bezüglich, was die materielle Welt Fortschritte nennt, wenn dann eben mehr Tourismus kommt und mehr Hotels gebaut werden und mehr dieses und mehr jenes. Ne? Vindhavan ist natürlich auch sehr, sehr, sehr beeinflusst worden. Vindhavan, kannst du sagen, die ganze Ramanreti ist eine völlige Neuentstehung. Ramanreti hatte kein einziges Haus, als ich dort ankam, 1975. Da war nichts, nur der Krishna Balaram Tempel. Und heutzutage sind da eine Siedlung, eine Stadt, eine Neustadt von riesigen Gebäuden, und zwar meistens noch sehr schön gebaut. Also es ist eine richtige, es ist eine Stadt geworden, wo früher Wald war. Es ist innerhalb 30 Jahren passiert. Das nimmt da Schritte an. Und die vielen Umstände, die daraus entstehen, weißt du, das ist alles dann etwas, wo wir uns dann einfach entschlossen haben, wir müssen uns für Vindhavan einsetzen. Und die sich für Vindhavan einsetzen, heißt natürlich, wie wir uns damals schon für Yamuna
eingesetzt haben, ganz besonders als die Brücke gebaut wurde. Da hatte die Regierung plötzlich geplant, eine Brücke, zwar nicht eine Brücke über den Fluss, sondern eine Brücke ums Kishigat herum zu bauen. Eine katastrophale Idee, die wirklich die Yamuna völlig verändert hätte und einen katastrophalen Umstand erschaffen hatte. Und die waren sich schon mitten am Bauen. Und das war eben, das ist mittlerweile schon 5-6 Jahre her. Und damals sind wir in die Protestaktion mitgegangen. Ich bin überall rumgereist zu all den Yogis und zu all den Regierenden und habe gesagt, das könnt ihr nicht machen. Und im Endeffekt haben wir geschafft, dass sie den Brückenbau eingestellt haben. Aber erst nachdem sie 7 von diesen Riesenpfeilern da mitten in den Fluss gestellt haben. Und diese Pfeiler stehen bis heute da und schaffen große Problematiken. Wenn dann die großen Fluten kommen, dann wird das vollgeschwemmt mit Schwemmsand und dann kann die Yamuna da auch nicht mehr weiter fließen. Und dann gibt es viele, viele Katastrophen. Nun, diese Beobachtung all dieser Katastrophen und all dieser Umstände und des Werdeganges und wie wir da hingekommen sind. Und da muss ich noch dazu sagen, unsere Hoffnung, die dadurch entstanden ist, dass eine Hindu-Partei die Regierung von Indiens erreicht hat, haben wir uns dann entschlossen, jetzt werden wir uns hier dafür einsetzen, dass Braj Mandal kein vernachlässigtes Land mehr wäre, sondern stattdessen, dass es eine spezielle Pilgergegend erklärt, anerkannt wird, dass dort ein ganz besonderer Regierungsschutz stattfindet. Und mit diesem Bewusstsein sind wir zum Welthindu-Kongress gegangen. Und das war sehr witzig, es war mir manchmal damit mir, also wir wussten das gar nicht, wie kommen wir dahin? Wir haben uns eingeschrieben als Deutsche von den deutschen Hindus und von Miami Hindu. Aber im Endeffekt war der entscheidende Punkt war Ambika. Ambika, ich weiß nicht, wie das ist. Und kannst du sehen, wie Krishna das arrangiert? Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was Krishna da alles für Pläne macht, so hinterm Hintergrund. Man selber denkt, ich will das hierhin bewegen. Ne? Und Krishna gleichzeitig bewegt alle hier rum. Du hast nur dieses kleine Ding, aber der hat alles das arrangiert mit dem in Verbindung. So, Ambika lernte Vijayananda kennen. Ich weiß nicht mal mehr wo. Vijayananda ist ein Swami, der mehr Politik macht als Swami sein, aber er ist von der BJP, von der Hauptpartei, die an der Macht ist in Indien, über die Vishwa Hindu Parishad, ist er sozusagen der Koordinator. Und der hat diesen ganzen Hindu-Kongress geleitet. Also der hat ihn von Anfang bis Ende durchgezogen. Es war sein Brainchild oder sowas. Und die ganzen wichtigen reichen Hindus waren alle gehören zu seinem Team dazu. Und dieser hat die Ambika getroffen. Und unsere Ambika hat ihm erzählt über unsere Arbeit in Vrindavan. Und daraufhin hat Swami Vijayananda gesagt, okay, dann kommt ihr alle und macht beim Hindu-Kongress mit. Er hat uns alle eingeladen. Es war witzig, denn wir sind, wir sind dahin gegangen, um ihnen anzubieten, das Yamuna Ganga Theater dort vorzustellen. Und das war auch so, es sah auch ganz so aus, als würden sie das lassen, aber im Endeffekt haben sie alle Theatervorstellungen, alle Musikvorstellungen abgesagt, haben sich nur mit den Themen beschäftigt des Kongresses. Alles Kulturelle wurde abgesagt. Und da sagt, ja, was soll ich jetzt? Und dann sagte Swami Vijayananda zu Ambika, das macht nichts, ihr sollt trotzdem alle kommen. Fragt man sich, wie? Ne? Und nicht nur das, dann haben sie uns auch noch allen das Hotel bezahlt und den Transport und allem drum und dran. Und ich weiß nicht mehr, wie viele wir waren beim Kongress. 20 oder so. 20 von uns, jetzt musst du dir das mal vorstellen, der Kongress ist 100% Hindu. Da war kein anderer Westler außer 2 Sprecher. Und dann waren wir da alle, die meisten von uns waren Matejis. Und überall, wo wir hingingen, waren wir so der Anziehungspunkt.
Und bis hin, dann haben wir uns noch sehr angefreundet mit dem Chef der VJP von der USA, VHP. Und naja, das war, irgendwie war das Ganze so geplant. Wir gehörten einfach dahin. Wir wussten nicht warum oder was das alles soll, aber irgendwie gehörten wir dahin, für Vendabel natürlich. Ne? Und am Schluss bekam auch noch Ambika speziell Anspracherecht vor 1800 Leuten, die da alle gekommen waren, noch eine Ansprache über Vendabel zu reden, die alle berührte, viele Leute weinten von ihrer Ansprache. Und so verbrachten wir 3 Tage mit sehr vielen Kontakten und allem drum und dran. Einschließlich, ich sprach mit einem Minister, einem wichtigsten Minister für die Entwicklung, der mir dann versprach, dass für Vendavan Dinge in Laufe wären und dass er uns mit einbeziehen würde und. So geht's weiter. So, jetzt haben wir uns eben entschlossen, diesbezüglich unsere Arbeit durchzuziehen. Und dafür stand an erster Stelle das Beenden einer Webseite. Und die heißt Vendavan Act Now. Kannst sie besuchen. Vor allen Dingen die Vendavan Act Now. Was? Org oder com. Eins der beiden. Vendavan Act Now. Und die Seite wollten wir wie ein PowerPoint machen, sodass man durch sie schon mal vorstellen kann, worum es eigentlich geht. Und dafür mussten wir auf der einen Seite vorstellen, was ist Vendavan in seiner heutigen Notwendigkeit? Wer sind die Spieler oder die Shareholders von diesem Ganzen, was da stattfindet? Wer sind die, die möglicherweise Lösungen anbieten können und. Und dann noch eine Seite, die dahinter steht, und zwar historisches Vendavan. Wer ist Krishna, wer ist Vendavan? Denn Tatsache ist, obwohl Vendavan nur 160 Kilometer von Delhi weg ist, ist Vendavan von der gesamten indischen Regierung, also sprich von den vorherigen Parteien, völlig ignoriert worden. Es ist nicht als Pilgerplatz anerkannt, es ist nicht als religiöse heilige Stadt anerkannt, es ist nicht wie Varanasi und Haridwar und Rishikesh anerkannt. Nein, es ist völlig vernachlässigt und völlig, also sozusagen in der letzten Ecke. Vendavan hat obendrein, also Braj Mandal hat die spezielle Situation, dass ein Teil in UP ist, ein Teil in Haryana und ein Teil in Rajasthan. So ist es gerade zwischen 3 Staaten und da ist immer in der Ecke hinten, wo es vernachlässigt wird. Es ist nicht wie der Hauptstadt, wo man gewisse Dinge beachten möchte. So, das sind alles so Umstände. Deshalb ist unsere Nachfrage, dass Sie Vendavan von Zentrum her als eine spezielle Zone anerkennen und sich darum kümmern sollen, dass es nicht wie ein Sauhaufen aussieht. Und diesbezüglich ist unsere Arbeit jetzt angelaufen. Bis zum letzten Moment, letzten Tag haben wir daran gearbeitet, die Webseite steht. Jetzt können wir auch überall woanders, wo wir Hinduismus vertreten oder wo wir mit ihnen dann zu tun haben, können wir die auch vorstellen. Jetzt kommt ein Unterschied. Ich habe mich immer mit eingesetzt, ich habe immer mich beteiligt an allen verschiedenen Anstrengungen für Vendavan, aber ich habe noch nie ein Projekt auf meine Schultern genommen. Bis auf Vendavan Helping Hands, aber das wiederum gesagt war was Internes. Aber dieses Mal habe ich es erst gesagt, nein, ich nehme das jetzt auf meine Schultern, weil sonst kann ich nicht wirklich aktiv werden, so wie ich das gerne möchte. Und sprich, das heißt natürlich, dass jetzt wir die Leute auch persönlich ansprechen können für Spenden für Vendavan, wenn jemand einen. Es geht uns darum, mindestens 60 bis 100 Arbeitskräfte einzustellen, deren einzige Aufgabe ist, danach zu schauen, dass Vendavan nicht missbraucht wird, die an gewissen Schlüsselstellen stehen, die selber mit sauber machen, wenn notwendig, die schauen, dass kein Abfall dorthin geschmissen wird, wo halt die Tendenz existiert, Abfall hinzuschmeißen, also so eine gewisse Art Umweltschützer.
Umweltschützer, so eine Vindan-Umweltschützer würden wir die nennen. Und das ist unsere Aufgabe. Und jetzt, die haben wir lanciert. Offiziell ist das Projekt noch nicht lanciert. Wir wollten das noch lancieren, aber wir mussten das auf Kartik verschieben, weil es einfach zu viel Arbeit war. Aber in Aktion, und Swami Vijayananda, also der, von dem ich erzählt habe, den Hindu-Kongress organisiert hat, der ist nach Vrindavan gekommen, um sich das persönlich anzuschauen und zu sehen, was wir da machen. Er ist mit den Devotees rausgegangen, sauber machen. Also irgendwie, da fanden so einige Sachen statt, die einem gewisse Hoffnung geben können. Es bleibt abzuwarten, was sich in den nächsten Jahren da tut. Hoffentlich viel, denn für mich, es steht fest, da, weißt du, für uns ist Vrindavan so etwas der Urgrund des Krishna-Bewusstseins. Das heißt, wir schulden Vrindavan etwas. Wenn wir jetzt hier einen Hindu-Verein in Berlin haben, sind wir mit Vrindavan verschuldet. Das kommt nicht von irgendwo. Krishna und die Bhagavad Gita, die sind bei uns angekommen durch Srila Prabhupada und da haben wir eine Schuld. Und und wenn wir dann Leute manchmal von hier nach Vrindavan nehmen und die sehen da, dass es ein ziemliches Chaos ist und dass auch niemand was diesbezüglich macht, dann stehen wir auch dumm da. Er sagt, ja, das ist das heilige Land von euch, das ist der schönste Platz, das ist der Radha Kunda und dies und jenes, und das ist der Govardhan-Hügel und Romodin und Govardhan-Hügel ist ein Meer von Plastikabfall. Geht doch nicht, kannst du nicht machen. Und das war meine Meinung, kannst du doch nicht machen. Schon im letzten Jahr hatte ich mich mit Yugala Kishore Maharaj verbunden, der sich auch sehr für den Govardhan einsetzte. Aber jetzt sehen wir mal. Jetzt sehen wir mal, was aus der Sache wird. Und natürlich sind alle willkommen, die mitmachen wollen. Volontäre, Spender, alle sind sie mit eingeladen. Und je mehr Lakshmi wir haben, umso mehr Angestellte werden wir haben. Denn anstatt anderen zu sagen, was sie nicht machen sollen, denken wir, es ist besser, das zu machen, was zu machen ist. Und wenn man das macht, was zu machen ist, denke ich, dass die, die das falsch machen, auch langsam dahinter kommen, dass es einfach nicht so geht. Gleichzeitig geht es uns natürlich darum, sehr, sehr, sehr allen Plastik, der dort anfällt, in eine Recyclinganlage zu bringen, wo das wieder benutzbar wird. Diesbezüglich haben wir verschiedene Ideen, von denen wir noch nicht ganze Klarheit haben, welche wir im Endeffekt benutzen werden. So, wenn jemand irgendwelche gute Ideen hat, was man mit Abfall machen kann, dann herzlich willkommen, uns darüber zu informieren, was man so machen könnte. Beziehungsweise, wir haben daran gedacht, Ziegel zu machen, daran gedacht, Ballen zu machen, die man dann wiederum irgendwo einbauen kann oder benutzen kann. Ich meine, es gibt da zwar sehr große technische Lösungen, aber die sind meist mit großen Maschinen und großen Dingen verbunden. Probleme, die ich selber nicht lösen könnte zur Zeit. Aber die auch ihre gewissen zeitweiligen Probleme hat. Stell dir mal vor, die Stadt von Delhi hat ungefähr 3 Millionen Dollar investiert oder noch mehr, um eine Abfallverbrennungsanlage sich hinstellen zu lassen von irgendjemandem im europäischen Land. Und die steht da seit 3 Jahren, ist nicht angemacht worden. Die haben das verwaltungsmäßig mit den Sachen mit, das war so eine Abfallverbrennungsanlage, die dann Strom erzeugt oder sowas. Ne? Irgendwie haben die das nicht hingekriegt. Ich meine, Indien ist Korruption hoch eins. Ne? Das wirklich, da geht es ziemlich rund. Also, aber wie gesagt, das ist eben so. Mal sehen, was draus wird. Ne? Siehst du? Selbst wenn der ganze Abfall auf diesen Laster gebracht würde und zu dieser Verbrennungsanlage gebracht würde, wenn die das verbrennen würde, dann wäre das der Abfall schon entsorgt. Ne? Man auf einem riesen Laster kannst du eine Menge Abfall wegfahren. Ne? Aber da das Ding nicht funktioniert, gibt es vielleicht andere Lösungen auf kleinerer Ebene,
auf lokaler Ebene. Ich träume zurzeit daran, dass es ein Auto ist, auf dessen Rücken, also ein Lastwagen oder so, auf dessen Rücken eine Abfall-Recycling-Maschine gemacht ist, wo man einfach irgendwo hinfährt, wo Abfall ist, reinwerfen, verarbeiten und dann zum nächsten. Weil es ist nicht so, dass die irgendwo eine riesen Halde haben. Die haben hier und da und überall, aber nicht wirklich. Das ist also ziemlich chaotisch da. Dann haben sie jetzt noch das, die Vindavan hatte noch eine Abfallhalde und die haben sich jetzt dem Sabji, also dem Gemüsemarkt, verkauft. Das heißt, jetzt haben sie den Abfall auf die andere Seite geschoben. Jetzt wird jetzt gerade ein Gemüsemarkt gebaut, mitten auf der Abfallhalde. Also da musst du schon wirklich dich an den Kopf fassen, was die da so alles machen. Ne? Aber wir sind ja nun nicht die Stadtverwalter dort und auch nicht die Landverwalter. Wir sind doch nur Privatleute, die ihre Privatbeiträge geben. Und mal sehen, was draus wird. Auf jeden Fall gibt es jetzt jemanden von unserer Seite her, der für Vindavan dasteht und Krach macht, wenn es irgendwo schief geht. Wir genau wieder bei der Brücke, wenn wir da schön Krach gemacht haben, jetzt werden wir Krach machen für was in Varshala läuft, in Kamyavan läuft, in Nandagram läuft, in Mansarova läuft, in Goku läuft, wenn da irgendwelche Sachen, weil das ist alles, das ist Brajaman, das gehört alles dazu. Dort hat Krishna seine Kindheitsspiele vollzogen. Von dort ist der Srimad Bhagavatam zu uns gekommen. Und wenn wir heute das Krishna-Buch lesen, von Trinavarta, von Putana und Agasura, das waren die Dämonen, die damals in Krishnas Zeiten Vindavan angegriffen haben. Heute heißen die Dämonen Gutka. Das sind diese Pakete, wo dieses Zeug drin verkauft wird und für das die Kautabak und solche Sachen, diese Gutka-Pakete, die zu Millionen rumliegen da. Zu Billionen, besser gesagt. Ne? Heute sind die schwarzen Wasser, die nicht geklärt sind, das sind die Dämonen und so viele andere. Also sprich, Vindavan ist wieder unter dem Angriff von Dämonen. Und die kleinen Devotis von Krishna, die von Prabhupada begeistert sind, haben jetzt die Chance, Krishna-Diener zu werden, gegen diese Dämonen vorzugehen. Und das ist so ein bisschen, wie das in meinem Kopf vor sich geht. Damit du eine Art, ein bisschen dich einfühlen kannst. Und warum nicht? Wenn wir Krishna in Vindavan dienen können, irgendwie, das wäre doch fantastisch. Immerhin ist das ja, ist es ja liebevoller Dienst, ist das, was Prabhupada uns gesagt hat. Prabhupada hat uns gesagt, ihr sollt Vindavan säubern, die alten Tempel reparieren und den Ruhm der Bildgestaltenverehrung wieder entstehen lassen. Und damit beende ich auch meine kleine Review von dem, was so da stattfand auf unserem Indienbesuch. Es war bei weitem nicht alles, denn es fand doch sehr viel statt in dieser Zeit da. Es waren eben viele Monate und wir haben auch nicht nur geträumt, sondern wir waren jeden Tag irgendwie in irgendwelcher Aktion. Ich meine, allein ganz Vindavan zu besuchen, also natürlich, das war schön, wenn wir auf Rajmandal ging mit 170 Leuten, dann konnte man sauber machen. Das ging schnell, weißt du. Nur bei Varshana, da haben wir uns verschätzt. Haben wir gedacht, wir könnten Varshana in 4 Stunden Volleinsatz säubern. Aber wir sind dann voll reingegangen. Aber leider haben wir erst angefangen, da war es schon 11 oder 10 oder 11 und da war es schon heiß. Und da sind unsere Devotis ein bisschen auseinandergefallen, da mitten in der Sonne. Mitten in der Sonne, ganz Varshana zusammen. Den gab es sehr viel, das war mehr Arbeit, als wir hätten machen können da. Warst du mit dabei? Ich weiß nicht, wir haben vielleicht die Hälfte geschafft oder so. Also da braucht man noch einen richtigen Einsatz. Um Varshana ganz vom Müll der letzten 10 Jahre zu befreien. Weil Varshana ist ein Berg, ne? Und die schubsen den Ashram eben über den Berg und dann geht es den Berg runter und ist alles abfallen. Nicht schön die Idee, ne? Aber so sieht es aus. Es ist nicht immens, weißt du?
Es ist nur groß, weil so lange nichts wirklich gemacht worden ist. Aber es ist nicht immens in dem Sinne, dass es nicht wirklich eine Abfallhalde ist. Es ist einfach nur kleine Pakete, Plastiktüten und so Krimskrams. Ne? Es ist jetzt nicht, dass da eine Computerhalde ist oder so. Oder ein Autofriedhof oder sowas. Ne? Wie wir das hier kennen, wenn hier in Europa Abfall zusammenkommt. Das ist ja gleich immer Riesenschutthalden und was und was. So schlimm ist es nicht, aber es ist schlimm genug. Ja? Aber es ist noch irgendwie, man kann doch irgendwie was anrichten. Also man kann doch was lösen, wenn man da ankommt mit 400, 500 Mann hoch und einen Einsatz macht, noch so einen Volunteer-Einsatz. Das kriegt man wieder sauber. Andere Problematiken brauchen anderen Einsatz, wie zum Beispiel das Aufhören von der Verschmutzung des Vrindavan-Landes durch den Kunstdünger. Das Vrindavan-Land schmutzt, ist ja ein Problem der ganzen Welt. Ne? Überall wird diese Urea geschüttet. Und die Urea hat ein Hauptmotiv, den Boden künstlich zu bereichern. Und durch diese Bereicherung wachsen die Sachen besser. Aber auf die lange Sicht nicht. Auf die lange Sicht wird das Wasser versäuert. Das Grundwasser und viele andere Nebenwirkungen. Nee, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das war an der Ostsee oder Nordsee, wo sie dann diese Krusten hatten, die von diesem Kunstdünger kamen, wo die Tiere reingegangen sind und gleich gestorben sind von den Gasen, die da freigesetzt wurden. Es ist alles der Kunst, die über die Kunstdüngung im Allgemeinen bringt sehr viel mit sich auf die lange Sicht. So das, was ursprünglich mal so als Lösung für die Landwirtschaft gesehen wurde, um mehr zu produzieren, wird im Endeffekt ein Fluch. Und das ist in Vrindavan auch der Fall. Dort wurde so viel Kunst gedüngt, dann sind die ganzen Seen sauer. Die ganzen, denn Vrindavan ist sonst immer das eine große Fläche, ne? Braj Mandal. Und was dort das Problem ist, ist auch das Problem woanders. Aber dadurch, dass wir eine Zone erschaffen, die frei wird von diesen Problemen, gibt es auch gleichzeitig ein Beispiel. Ein Beispiel, so ist es wirklich auf unserer Liste, dass wir Braj Mandal von Kunstdünger befreien wollen. Das sind so ein bisschen meine Träume, mit denen ich mich beschäftige. Ich hoffe, sie bleiben keine Träume. Fragen? Kommentare? Nimmst du denn auch Spenden entgegen für dieses Projekt persönlich? Ja, na klar. Man kann zum Beispiel mit $100 kannst du einen Arbeiter haben. $100 pro Monat. Das ist ungefähr, was ein Arbeiter kostet. Und die haben schon vor, dort wirklich eine gute Gruppe. Wenn alle sehr schön uniformiert rumlaufen, wenn sie tatsächlich Umweltschutz betreiben. Macht auch was her, dann, wenn man dann auch so eine Uniform anhat, dann richtig. Ein bisschen Respekt dann. Naturschutzwarte werden es. Zu erklären, dass man da so einen niedrigen Stellenwert hat bei der Regierung jetzt, also als im Gegensatz zu. Wie ist denn das zu erklären, dass man da keinen hohen Stellenwert hat im Gegensatz zu Varanasi oder Rishikesh oder so? Ist das wegen der drei Staaten, die da zusammenkommen? Oder? Das ist ein Grund und dann kommt dazu, weil das so nah an Delhi ran ist, das hat wirklich eine große Chance, eine spirituelle Wiedergeburt zu promovieren.
Und die Regierung, die da bisher waren, die Kongresspartei und solche Seite, die sind mehr an Muslims und Christenstimmen interessiert. Und die wollen deshalb, obwohl die Mehrzahl Hindu sind, den Hinduismus wird nie gefördert. Alles Hinduistische ist vernachlässigt worden bis zum Gehen nicht mehr. Und Vrindavan ist natürlich ein anstrengendes Feld, weil es wurde von den Königen gebaut. Die ganzen Könige von Indien sind nach Vrindavan gegangen, haben ihre Dinge dahingestellt. Um Königshäuser zu erhalten, brauchst du auch ein bisschen königliches Geld. Ja? Und ich meine, aber der Hauptgrund für die ganze Problematik ist schlicht und einfach, dass sie politisch eigentlich nicht interessiert sind. Das ist keine die Kongresspartei ist keine religiöse Partei. Es ist eine Partei, die einzig und allein um Geld geht und um, wie gesagt, das sogenannte GPN, Gross National Product. Und die deshalb Verträge machen mit anderen Ländern, Geschäftsverträge und so weiter. Das ist deren Orientation. Aber jetzt ist die BJP an der Macht und die BJP ist eine sehr religiöse Partei. So, es bleibt abzuweiten, ob die jetzt wirklich was machen oder nicht. Die könnten auf jeden Fall sehr viel machen. Und daran arbeiten wir. Also sprich, wir müssen der Regierung, der neuen Regierung, ein Jahr oder anderthalb Jahre Zeit geben, um Farbe zu bekennen. Aber das ist Politik und ich bin dort nicht, um Politik zu machen. Ich bin dort, um Vrindavan zu verteidigen. Und wenn die Regierung sich ändert und eine andere Regierung wieder reinkommt, werden wir trotzdem unsere Arbeit fortsetzen. Wir werden da nicht loslassen. Und hoffentlich auch einen Erfolg. Im Fall von Ramakunda, der war ein völliger Abfallpuppe. Jetzt ist er einer der schönsten Plätze von mir. Der Gopinath Mandir war ein Abfall drauf. Jetzt ist es einer der schönsten Plätze geworden. So ist kein Grund, warum man es nicht weiter vortragen könnte auf viele andere Aspekte. Und was wir da als Beispiel geben, als kleine Beispiele, es ist sehr provozierend für die Inder. Sehr provozierend, dass da auch gerade noch eine Gruppe Ausländer kommt, sich da hingeht und da sauber macht. Das können sie gar nicht so leicht verschlucken. Aber für uns ist das kein Grund, arrogant zu werden, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen es als eine Barmherzigkeit an, dass wir auch etwas Beteiligung haben dürfen in der Kali-Yuga-Restaurierung der heiligen Plätze Sri Krishnas. Immerhin ist es Kali-Yuga.